Ja, hallo, ich begrüße euch. In diesem Video geht es um das Thema Candida, auch bekannt als Darmpilzerkrankung. Und ich möchte euch erklären, warum Candida nicht das Hauptproblem ist, was zu chronischen Symptomen führt. Ich möchte mich gerne vorstellen, mein Name ist Sabine Schumacher, wer mich noch nicht kennt. Ich bin seit über 18 Jahren als Heilpraktikerin tätig auf dem Gebiet der ganzheitlichen Entgiftung. Ich habe ein eigenes Freetox-Formula-Detox-Programm erstellt, was ihr auch unter dem Video verlinkt bekommt. Und ich möchte euch gerne erklären, warum Candida nicht die Hauptursache ist für chronische Erkrankungen. Als erstes muss ich sagen, als ich begann als Heilpraktikerin zu arbeiten, da war das Thema Candida noch gar kein großes Thema. Da haben viele Ärzte und auch Heilpraktiker an diesem Thema noch vorbeigeschaut. Und erst so über die Jahre hat es sich etabliert, dass der Darm eine zentrale Stellung hat beim Thema Gesundheit. Und das finde ich auch ganz wichtig, dass das immer mehr in den Vordergrund gerückt ist. Allerdings muss ich sagen, auch ich habe meine Erfahrung gemacht und ich habe gesehen, dass der Darm nicht diese zentrale Funktion übernimmt, wenn es um Gesundheit geht, sondern dass der Fokus auf einem ganz anderen Organ sein sollte. Denn wenn wir den Fokus auf das richtige Organ setzen, was die meisten Probleme verursachen kann im Körper, dann verstehen wir auch, warum Darmprobleme, Schilddrüsenprobleme, Herzprobleme, Nierenprobleme entstehen. Und das ist in dem Fall nicht der Darm, das ist nicht die Niere, das ist nicht das Herz, sondern das ist die Leber. Ja, ihr habt es vielleicht auch schon in anderen Videos von mir geschaut, sonst schaut die auch nochmal an, besonders auch zum Thema Herzgesundheit, wo ich euch auch erkläre, was die Leber für eine zentrale Funktion hat. Aber ich bringe das jetzt hier nochmal einmal auf den Punkt. Die Leber ist das größte Wunderwerk unseres Körpers und die meisten Funktionen der Leber sind noch nicht bekannt, noch nicht mal in der ganzheitlichen Medizin. Wenn ich meine Kollegin frage, meine Heilpraktikerkollegin, meine Ärztekollegen, dann wissen die oft gar nicht so richtig, was die Leber eigentlich macht im Körper, sprich, was sie übernimmt, alles, was sie alles für Aufgaben übernimmt. Und ich erkläre das immer so: Die Leber ist normalerweise ein ganz magisches Organ, was dafür sorgt, dass wir ausreichend Energiereserven zur Verfügung gestellt bekommen. Das heißt, die Leber, wenn man sich die vorstellt, dann ist das ein Raum mit ganz vielen Regalen und Fächern. Und auf diesen Regalen sollten normalerweise, das sind also Regale, wo Vorräte angelegt werden sollen. Und diese Vorräte bestehen aus Hormonen, aus Vitaminen, aus Mineralstoffen, aus wertvollen Zuckern, die nicht aus den raffinierten Zuckern kommen, zum Beispiel aus der Cola, sondern die aus Früchten, die Zucker, die aus Früchten in den Körper kommen. Das sind die wertvollen Zucker, die die Leber vor allen Dingen gebrauchen kann, um wichtige Energiereserven anzulegen. So, jetzt haben wir immer gedacht, wir entlasten die Leber, wenn wir Proteinkuren machen, wenn wir Fettkuren machen und so weiter. Also es gibt also zahlreiche Diäten, die ich jetzt gar nicht alle benennen möchte, die die Leber entlasten sollen. Und die meisten von denen, was ich auch herausgefunden habe, ist, dass sie die Leber eben belasten. Und erst wenn die Leber das bekommt, was sie wirklich braucht und das aus ihren Regalen rausschmeißt, was sie nicht mehr braucht, dann funktionieren auch Organe wie Darm, Herz und andere und Niere zum Beispiel. Ja, was befindet sich noch alles in der Leber auf den Regalen? Bei den meisten Menschen sind vor allen Dingen viele Gifte eingelagert in die Leber. Ja, weil die Leber ist einfach auch das zentrale Entgiftungsorgan. Ihr könnt euch die vorstellen wie eine Müllabfuhr. Je giftiger eine Substanz ist, desto tiefer muss die Leber dieses Gift einlagern, damit sie Organe wie Herz zum Beispiel davor beschützt, dass diese Gifte dorthin kommen über das Blut. So, wenn man sich jetzt vorstellt, die Leber hat auch nur einen begrenzten Speicherplatz, dann ist sie immer wieder gezwungen, ihre Gifte aus den Regalen rauszuräumen und diese gelangen dann ins Blut. Wenn die Leber zu viele Fette bekommt, wenn wir also viel zu Fett essen, wenn wir viel zu viel Fleisch essen, aber auch viel zu gute Fette, also es gibt eben im Grunde für die Leber nicht unbedingt gute Fette und schlechte Fette, ja, sondern Fett an sich belastet die Leber, wenn wir zu viel davon zu uns nehmen, ja, und dann wird die Leber eben gezwungen, diese ganzen Dinge ins Blut auszulagern und auch die Fette. Und da die Leber natürlich dafür sorgen möchte, dass all diese Dinge nicht in unseren Organismus gelangen, muss sie sich natürlich überlegen, dass sie weniger Speicher zur Verfügung stellt für zum Beispiel wichtige Hormon- und Vitaminreserven und dafür noch mehr Gifte einlagern muss, ja, damit wir eben vom Schlimmsten bewahrt werden. So,
von Zeit zu Zeit wird die Leber gezwungen, einen Hausputz zu machen. Und dann entlässt sie eben besonders, wenn wir eine radikale Fastenkur machen, ganz schnell radikal alle Gifte ins Blut. Aus diesem Grund kann ich euch wirklich nur davor warnen, wenn ihr merkt, dass ihr chronische Symptome habt, dass ihr Vergiftungserscheinungen bekommt, wie Kopfschmerzen, Müdigkeit, Erschöpfung, Antriebslosigkeit, Depression. Das sind so die ersten wichtigsten Anzeichen, dass der Körper gereinigt werden sollte. Dann rate ich euch absolut nicht zu einer Fastenkur, weil die Leber entlässt in diesen Fastenkuren sehr schnell, besonders in den ersten Tagen, ihre Gifte ins Blut. Und auch wenn es dann erstmal kurzzeitig nur zu Kopfschmerzen und Migräne kommt bei den Fastenkuren, ist doch längerfristig ist es so, dass all diese Gifte wieder zurückkommen in die Leber. Ja? Das ist also ganz wichtig zu verstehen. Nur wenn wir immer nur an die Ausscheidung der Gifte denken, dann denken wir nicht daran, ob die auch wirklich aus dem Körper rauskommen. Ja? Wir freuen uns vielleicht darüber, dass wir uns Einläufe machen und dass wir merken, es kommt alles raus. Aber die Frage ist, hat der Körper wirklich die Kapazität, auch wirklich alles aus dem Körper auszuscheiden? Und das kann ich euch aus der Erfahrung sagen, das hat der Körper nicht, denn der Körper benötigt Energie, um zu entgiften. Und besser als einmal radikal zu entgiften, ist eine Kur, eine Ernährungsumstellung, die dauerhaft entgiftet. Das heißt, wir sollten täglich entgiften, weil unser ganzer Organismus ist darauf ausgelegt, dass wir jeden Tag entgiften. Zu jeder Stunde muss der Körper sich reinigen. Und deshalb sollten wir eben umdenken, dass wir eben nicht nur 2 Wochen im Jahr irgendwie eine Fastenkur machen oder auch nur 1 Woche, sondern dass wir täglich etwas tun für unsere Entgiftung. So, jetzt geht es weiter um das Thema Candida. Wenn die Leber alle diese Gifte entlässt ins Blut und auch Fette, wenn die einfach zu viele Fette hat, die Leber, dann muss sie auch die Fette entlassen. Und die kommen dann als erstes in den Darm. So, und da fängt jetzt das Problem an. Und da steht natürlich jetzt auch der ganze Fokus drauf. Wenn das Darmmilieu kippt, ja, wenn also sich Fette an die Darmwand anlagern, erstens kann ich sagen, genau diese Anlagerung der Fette wird ganz oft mit Candida verwechselt, weil Candida ist sehr schwierig zu diagnostizieren. Ja? Also gerade wenn es darum geht, dass sich Candida angeblich an die Darmwände anlagert, dann sind das eben oft andere Ablagerungen. Und das ist eigentlich gar nicht Candida. Das ist erstmal das Erste, was man verstehen muss. Natürlich gibt es dann auch Candida. Aber das Problem entsteht eben nicht durch Candida, sondern Candida ist entstanden, weil das Organ Leber das Problem hat. Ja, weil das Darmmilieu kippt, weil zu viele Gifte, weil zu viele Fette im Darmmilieu sich anlagern. Und dann entstehen natürlich auch dort Parasiten und Darmpilze und alles Mögliche kann der Darm nicht mehr bewältigen. Und dann können natürlich auch irgendwann Zysten, Polypen bis hin zu Tumoren entstehen. Wobei nochmal ganz wichtig ist, dass dabei auch Bakterien und Viren eine ganz wichtige Rolle spielen. Ja, das heißt, wenn der Darm keine gesunde Flora mehr hat, dann können auch Streptokokken sich im Darm ansiedeln und die sorgen dann eben für diese ganzen Entzündungen bis hin zu Colitis ulcerosa und Morbus Crohn. Da sind immer Streptokokken im Spiel. Außerdem Viren, die auch in den Darm gelangen. Ja, also zum Beispiel der Epstein-Barr-Virus, der Herpesvirus, und die lösen das Hauptproblem dort aus. Und wenn sich dort alles tummelt, dann ist das Milieu umgekippt und dann ist Candida natürlich meistens obendrauf sowieso noch da. So, wenn wir uns aber nur um diese Darmpilze kümmern, dann haben wir am Hauptproblem vorbeigeschaut. Ja, dann haben wir dafür gesorgt, dass wir vielleicht Grapefruitsaft trinken, aber das ist ein Tropfen auf den heißen Stein und deshalb ist dieser ganze Candida-Wahn völliger Wahnsinn. Dann gibt es noch viele andere Missverständnisse rund um Candida. Das ist zum Beispiel dieses Missverständnis, dass Candida sich von Obst ernährt. Ja, weil Candida ernährt sich von raffinierten Zuckern. Ja, das stimmt. Dadurch wird Candida genährt. Aber nicht nur Candida. Davon ernähren sich auch Parasiten. Davon ernähren sich vor allen Dingen Viren, die das Hauptproblem sind, die Hauptursache sind. Weil Viren gehen tief in die Zellen rein und können zu immensen Organzerstörungen, Veränderungen sorgen. Die werden eben auch genährt. Schwermetalle sind auch ein wichtiges Futter. Gluten ist Futter für Viren, Bakterien, Parasiten. All diese Dinge, ja, Schwermetalle aus Wasser, Luft und Nahrung, von denen spreche ich jetzt hier, aber auch Umweltgiften, Pestizide, Herbizide. Wir sind also tagtäglich immensen Umweltbelastungen ausgeliefert. So, und wir sollten uns eben darum kümmern, dass wir jetzt nicht den Fokus auf einem winzigen Candida-Pilz richten, sondern dass wir wissen, dass wir die Gesamtheit ausleiten müssen.
dass alles eine Synergie bildet. Ja, und wenn wir das erstmal verstehen, dann ist es klar, dass wir unser Augenmerk eben nicht nur auf ein kleines Ding wie Candida richten. So, das Missverständnis Obst. Die Leber benötigt Obst, um Speicherzucker für euch zur Verfügung zu stellen. Diese Speicherzucker werden eben in diesen Regalen für euch angelagert. Und wenn ihr merkt, ihr braucht Energie, dann sorgt die Leber dafür, dass sie diese Regale ausräumt und dass sie euch dann die Energiereserven in Form von Glucose zur Verfügung stellt. Fett und Eiweiß werden nur sekundär umgebaut als Energiereserven. Und im Grunde sind sie für den Körper gar nicht so vernutzen. Also der Fokus ist immer wieder auf Fett und Eiweiß und so viele Proteinkuren. Aber das Ganze stimmt gar nicht. Wir brauchen vor allen Dingen guten Fruchtzucker, weil die Leber braucht selber auch ihre eigene Energie aus diesem Fruchtzucker, um zu funktionieren. Und was auch wichtig ist zu verstehen, alle Mineralien, die aus der Leber kommen, werden über den Fruchtzucker zu den Organen transportiert. Das heißt, der Bus, auf dem sie fahren, ist Fruchtzucker und nicht Fett und auch nicht Eiweiß. Ja, das ist ganz wichtig zu verstehen. Und dann werden wir auch sehen, dass wir unsere Ernährung nochmal optimieren können, indem wir einfach viel mehr Obst essen und viel mehr Gemüse essen. Und dabei liegt auch nicht das Hauptaugenmerk auf Rohkost. Denn jetzt gerade im Winter kann man wunderbar auch Kürbissuppen essen, Kartoffelsuppen essen. Das sind alles wertvolle Energiespender für die Leber. Die Leber zehrt sich aus, wenn sie das nicht bekommt. Ja, also das heißt, wenn wir jetzt auf eine Candida-Diät gehen und wir essen kein Obst mehr, dann bekommt die Leber auch alle diese energiespendenden Lebensmittel nicht mehr, die sie unbedingt benötigt. Und dann verhungern wir quasi am offenen Tisch. Ja? Also gerade bei ganz vielen Diäten, wo es dann darum geht, dass wir Protein, Fleisch, Fisch oder sonst oder Sojaprodukte essen und dazu Gemüse. Und dann fehlt das Obst, ja, weil wir vielleicht gerade eine Candida-Diät machen. So, und dann verliert der Körper komplett die Energie. Dann kann es zu einer Nebennierenschwäche und so weiter kommen. Deshalb ist es eben wichtig, dass wir unser Augenmerk weg von Candida richten und die Gesamtheit betrachten im Körper. Ja, ich hoffe, das hat euch weitergeholfen. Tragt euch auch unbedingt für den Kurs Endlich Gesund ein. Ich verlinke euch den unter diesem Video. Da werdet ihr nochmal die Zusammenhänge verstehen lernen von Bakterien, von Viren, von Parasiten, wie man die ausleitet, was man da tun kann. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr könnt gerne kommentieren, schreibt auch gerne eure eigenen Erfahrungen unter das Video. Und wenn ihr möchtet, dass ich über bestimmte Themen Videos mache, dann könnt ihr auch gerne Vorschläge machen. Ja, ich wünsche euch einen schönen Tag und bleibt gesund.